Berufsrettung wird zum Stephansplatz gerufen. Dort soll eine Person schwer gestürzt sein. Es stellt sich heraus, dass der Unfall in der U-Bahn-Station passiert ist. Um was geht's denn? Okay. Der Einsatzcode war 17 Bravo, das heißt gestürzte Person, in dem Fall am Stephansplatz in der U-Bahn-Station bei der U1. Am Weg zur Patientin hat uns ein Mitarbeiter der Wiener Linien empfangen, der uns gleich Bescheid gegeben hat, dass die Patientin am Weg zur Rolltreppe beim Raufsteigen gestürzt ist, nach hinten, und irgendwie Schmerzen im Bereich geklagt hat. Es war ein bisschen unklar nur beim Weg runter. Darf ich da mal kurz ein bisschen zuhören? Dankeschön, Dankeschön. Ja, wenn man unglücklich fällt, können natürlich viele Arten von Verletzungsmuster entstehen, gerade Kopfverletzungen mit blutigen Wunden, vielleicht sogar mit Hirnblutungen. Es könnten Wirbelsäulenschäden entstehen, gerade wenn man Verkante fliegt oder ähnliches. Je nachdem, wie man stürzt, können aber auch Bereich Oberschenkel, Oberschenkelhals, Knie, Unterschenkel. Also eigentlich kann die komplette knöcherne Struktur, auf die man auftritt, Schaden nehmen. Sorry, can you give me your hands? Okay. Can you press my hands? Press. As hard as you can, press. Okay. Good. When I touch her here, she feel like itching or... In the end, feel. She feel it? Yeah. Okay, and it's the same in both sides. It's the same. When you touch it, she feels the same. Okay, okay. And she have pain in the back or just in the leg? Pain here. Pain here. Okay. Gut. Ich sage jetzt mal keine Indikation für eine Ganzkörperimmunisierung. Holst einfach die Druckbitte runter. Wir machen inzwischen die Vitalparameter. Okay? Also vom Tasten her vermute ich mal, dass der hintere Brustkorbbereich, also die unteren Rippen, mindestens geprellt sind. Wie gesagt, ich habe keine Fraktur tasten können, nichts spürt in Wirklichkeit. Der Hinterkopf war auch stabil, wahrscheinlich geprellt. Kannst du vielleicht nur Blutdruckmanschetten anlegen, wenn der Arm frei ist, irgendwo auf einer Seite? So. So, gut. Wir haben jetzt dann gemessen die Sauerstoffsättigung, den Blutdruck, den Puls. Weiteres habe ich vor Ort nicht gemacht, weil nicht indiziert, wenn wir keine neurologischen Ausfallsymptome oder ähnliches gehabt haben. We wanna take care in the hospital for an X-ray from the chest and from the back, okay? We have to look in the car, which hospital, okay? We have to look in the car, I don't know it yet. Okay, when you come with the car with us, I can tell you which hospital we're driving, okay? Ja, die Problematik mit den Gaffern, den störenden Personen, ist wird schon immer mehr. Derzeit, glaube ich, ist bei ca. jedem fünften Einsatz im öffentlichen Raum so, dass wir mit Gaffern ein Problem haben, quasi schon behindert werden. Ich versuche die Leute natürlich dann immer wegzuschicken, einzuspannen oder irgendwie, man vom Ort verweisen geht schlecht, ist ja öffentlicher Raum. Aber in dem Moment, wo ich gerade am Patienten arbeite, versuche ich natürlich, das auszublenden und mich auf den Patienten zu konzentrieren. Du kannst den Sauerstoff auch wieder runtergeben. Ja, wir haben jetzt, ist okay. Wir haben eine gute Sättigung. Gehört ihr dazu? Nein, es liegt nur auf meiner Jacke. Okay, ich wollte nur fragen. Okay. Wir sind gleich weg, gell? Nein. Also gehören Sie dazu und bleiben Sie gleich hier stehen, ja. Passt schon. Sobald der Kollege mit dem Bett hier ist, bringst du die Jacke wieder, ja? Passt. Nachdem eine Touristin aus Albanien in einer U-Bahn-Station gestürzt ist, können schwere Verletzungen ausgeschlossen werden. Die Frau wird auf einer Trage zum Rettungswagen transportiert. Das wurde sehr Sanität, da können wir gleich helfen beim Rüberlegen, war super, gell? Nein, da geht es nur ums Rüberheben, ja. So. Was willst du denn hier?
So, da haben wir die Decke weg. Bitte ja die Beine, wenn du nimmst, war super, ja. Warte, ich nehme es gleich so. So, meinst du es so? Moment. Okay. Make yourself stiff. One, two, three. Passt. Herzlichen Dank. Vielleicht noch ein bisschen aufziehen, aber das machen wir einfach. Rock. Passt. Perfekt. Wir haben schon oft Ersthelfer gehabt, die gesagt haben, über einen 4 Stunden Erste-Hilfe-Kurs, bitte auf die Seite, weil ich bin schon halber Arzt. Aber in dem Fall hat sich der Ersthelfer als Sanitäter zum Erkennen gegeben. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Organisation, ich glaube, das war Samariterbund. Und die gängigsten Techniken zum Umlagen und so weiter sind natürlich jedem Sanitäter bekannt und somit hat er adäquat mithelfen können. Und zu dritt ist natürlich leichter als zu zweit. Müssen wir es komplett tragen oder? Nein, wir tragen es jetzt bis zum Lift und fahren wir ins Zwischengeschoss, also ins Hauptgeschoss, das sind 2 Stockwerke. Und dann tragen wir bis zum Fahrgestell, das steht aber schon bereit. Jetzt drehen wir es einmal um, okay. Gleich am Boden. Thomas, gib mir nur die Decke drauf. Bitte. Der Transport von den U-Bahn-Gleisen rauf zum Auto war natürlich ein Sonderfall, weil normalerweise hat man in der U-Bahn schon Lifte überall, wo man mit unserer Trage bis zum Bahngleis runterkommt. Das war jetzt dort leider nicht wirklich der Fall. Da hätten wir über 3 Umwege wieder mit dem Auto umstellen müssen, rauffahren müssen etc. Deswegen haben wir uns darauf entschieden, okay, die paar Meter über die Stiegen raufzutragen. Just one person. No. The person who can English is better for the hospital, okay? We need someone who is able to translate. Akaha. Okay, look, take a place who can translate for us, okay? It's better in your If it is okay, we would take her with us because she can translate. Can you tell her that it is better when you are coming with us because of the translation? Yeah, just tell her, please. Thank you. Also Einsätze mit Touristen sind natürlich immer ein bisschen Herausforderung, auch gerade wegen der Sprachbarriere. Ich muss zugeben, Englisch ist natürlich nicht das Beste, also not the yellow from the egg, wie man so schön sagt. Aber gerade in der Partie ist was eine größere Reisegruppe und da findet man natürlich immer irgendwen, der Englisch spricht oder sich ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen kann. Das größte Problem ist dann meistens ins Hotel, gerade in Zimmern, 3 in der Früh, vielleicht 1, 2 Personen anwesend, die weder Englisch noch Deutsch können. Aber auch da findet man dann meistens irgendeine Lösung. You can translate for us, or? Yes. Okay, yes. Good. Perfect. You can drive with us, yeah? Bitte. Schreib sie noch auf, danke. Du hast das Foto vom Hotel, gell? Brauch ich nachher dann, ja? Okay. Brauch ich nachher dann, ja? So. Can you ask her if she has her insurance card here? Here. Insurance card. Und dann war das Krankenhaus war auch wieder komplikationsfrei. Ich habe nur die wichtigsten Daten eruiert. War ein kleines Problem, weil keine Ausweise vorhanden waren, gar nichts vorhanden waren. Aber nachdem ein Dolmetscher mitgefahren ist, haben wir auch hier wieder mit Händen und Füßen und Englisch wenigstens die wichtigsten Daten, wie Geburtsdatum, Name, Adresse vom Hotel und so weiter herausgefunden. Ja, sie wird es vom Unfallchirurgen erst begutachtet werden. Es wird sehr wahrscheinlich ein Röntgen vom Brustkorb, Lendenbereich hinten und vom Kopf gemacht, um irgendeine schwerwiegende Verletzung wie eine Hirnblutung und dergleichen auszuschließen.